Ja gut, von mir aus können wir anfangen. Müssen wir jetzt noch so ein total unangenehmes und dreckscringiges YouTube-Intro einsprechen, worauf ich überhaupt keine Lust habe und wo ich nicht sagen und nicht weiß, was ich sagen soll? Müssen wir das noch machen? Achso, na gut. Moin YouTube, herzlich willkommen! Wir schauen uns Community-Setups an. Keine Ahnung. Wer nicht mitgemacht hat, ist lame. Auf dem Discord sammeln wir die Sachen. Wenn irgendjemand Vorschläge oder Anregungen hat für zukünftige derartige Projekte, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Seht ihr, weil so generiert man nämlich Abonnenteninteraktion, damit der YouTube-Kanal wächst und die Leute denken, sie helfen mir nur dabei, helfen sie mir doppelt. Okay, es ist von Admiral. Es ist... Ich weiß gar nicht, es ist ungewohnt in so eine... Also erstmal, er hat 3 Monitore. Wir hatten die Debatte neulich schon im Discord. Wer zum Henker braucht 3 Monitore? Gut, er hat ihn auch aus. Aber auf dem... Eigentlich gibt man hier viel zu sehen. Er hat, okay, das allererste 3 Bildschirme ist, also ich will den dritten, ja ich habe jetzt mit dem Surface, das ist dann bei mir später auch ein drittes, aber wofür braucht man 3 Bildschirme? Okay, wir haben eine süße Badeente, aber hä, hat er zwei Mauspads, irgendwie eins, ein großes für die Tastatur ums Eck rum und ein kleines für die Maus, und dann aber das Komischste ist, er hat so komische Räucher-Esoterik-Stäbchen, oder ist es das? Ihr wisst, was ich meine, oder? Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, aber das sind keine Räucherstäbchen, das sind einfach so Duftstäbchen, oder? Die Lichtdämonen vertreiben. Okay, true. Gut, die Lampe hatte ich sogar auch mal. Aber sonst eigentlich relativ clean. Der oberste Bildschirm ist halt ein bisschen alt. Ich befürchte sogar, ich hatte dieselbe Tastatur mal. Die Tischlampe hatte echt jeder. Also das ist keine Ahnung, wer die Tischlampe mal nicht hatte oder zumindest nicht in der Familie hatte. Normales, cleanes Setup hier, an der Seite ein bisschen Bürozeug. Ich hoffe, wir sehen auch noch so richtig messy Sachen. Ich habe mir die Bilder echt noch nicht angeschaut. Aber sonst, ich weiß, ich finde es ein bisschen komisch, so im Eck drin zu hocken. Aber sonst echt ganz nice. Bis auf die Räucherstäbchen. Das ist weird. Mich würde das ganze rumfliegende Bürozeugs hier des Todes triggern. Aber ich mag das auch, wenn ich mag große Schreibtische, die aufgeräumt sind. Und ich will sie eigentlich nur aufgeräumt haben, damit ich die Beine hochlegen kann. Ha! Nec ora, nec labora. Dafür reicht mein Latein noch. Das ist der Gegensatz zu ora et labora. Das ist einfach ein fauler Sack, Admiral. Also würde ich jetzt mal, no front, aber würde ich jetzt tippen. Es ist so ein bisschen so, ich bin Gamer, aber gleichzeitig hat alles irgendwie noch so ein Retro, so ein 2005er Gamer-Touch mit dem alten Bildschirm, der alten Lampe, mit dem Bürostuff. Das ist so ein bisschen wie, ich habe Mamas Schreibtisch gejoinkt und ihn ein bisschen getuned. Solche Vibes hat das für mich. Das ist das erste von Aurora. Okay, das ist Aurora 1. Das ist fucking smooth. Das ist von Anfang an eins meiner Favorites. Da hocke ich gerade. Es sieht so nice aus. Warte, wir können. Das Format ist ein bisschen kacke. Hier mit der Maus. Okay. Also es ist wirklich nice. Oben, ich nehme an, das sind Flakons von Parfums. Irgendwelche Reise-Goodies. Dann die... Ah, wie heißen die Figuren? Ah, Funko Pop. Exakt. Ja, Schwibschwab, keine Ahnung, ist halt für die Leute, die entweder keinen Geschmack haben oder sich nichts Besseres leisten können. Aber hey. Ich liebe das. Keine Ahnung. Zeichentablet, die Bildschirme mega nice, das Wallpaper sieht cool aus. Ah, wobei, ich habe einen Makel gefunden. Menschen mit kurzer Tastatur, mit dieser Short-Tastatur. Ich hatte auch mal eine, irgendwo habe ich mal eine gewonnen. Ich glaube auf der Dreamhack 2018. Da habe ich auch so eine Short-Tastatur bekommen. Ich habe die, glaube ich, 2 Monate benutzt und danach habe ich sie geditcht, weil mich die so aufgeregt hat. Irgendwie auch mit dem, ohne Numpad, es ist komisch. Wobei, meine hatte sogar so ein Numpad, das konnte man so dranhängen. Tempos habe ich momentan während der Allergiesaison auch immer rumliegen. Gott, das erinnert so hart an diese Furbies. Komplette Creep-Dinger damals. Aber ich weiß nicht, ich liebe das. Das sieht so cool aus. Ich mag das so richtig. Unter der Dachschräge hocke ich auch. Mit den Sachen hier oben. Ich finde, das sieht richtig nice aus. Das ist richtig Goals, das Setup, ne? Bei vermutlich einigen Dudes wird hier auch so ein Spender auf dem Schreibtisch stehen, beziehungsweise normalerweise stehen, und der wurde dann für das Bild extra schnell weggeräumt. Aber ja, hier glaube ich jetzt mal, das ist Handcreme. Genauso wie die Taschentücher, stimmt eigentlich. Das ist gar kein Frauen-Setup, das ist eigentlich das komplette Standard-Setup.
Ich sag euch, wie es ist. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Ich weiß nicht, wie alt Aurora ist. Und muss jetzt auch nicht sagen, aber als ich so 17, 18, 19 war, der O-Saft steht gefährlich weit hinten im Eck hinter dem Monitor. Und man sieht auch die Oberfläche nicht wegen dem Etikett. Aber zu meinen Zeiten, der O-Saft würde da mindestens seit 2 Monaten stehen. Und er wäre eine Biowaffe. Der steht zu weit hinten. Wenn man was trinken will, trinkt man den Schwipschwab. Den O-Saft, glaube ich, hat schon lange niemand mehr angefasst. Also, Aurora, ich finde, wenigstens den hättest du dann, also, ne? Solche Sachen wollen wir hier im Stream nicht sehen. Wir sind hier familienfreundlich. Ich habe ihn heute weggekippt. Called it! Er war gefährlich. Er ist einfach, wenn was hinter dem Bildschirm ist, ist es gone. Das ist Aurora Setup 2. Also, kein Flex. Aber, das ist Homeoffice im Schlafzimmer. Das ist gefühlt eine halbe Aurora-Room-Tour hier. Das ist fucking clean. Ach, das ist... Aurora-Setups sind so nice. So richtig grün. Ohne 3D-Maus. Wait, wieso hast du eine 3D-Maus? Du wirst mir immer sympathischer. Oh! Du bist ein CAD-Konsole. Welches... Also ganz kurz, Chat, hört weg. Welches CAD benutzt du? Oh, das habe ich auch schon benutzt. Also ich meine, klar, ich studiere in Erlangen. Siemens sponsert bei uns gefühlt alles. Das Setup ist wirklich, ich meine, der Bildschirm ist halt auch, es ist irgendwie alles bei Aurora Setups, ist irgendwie nur so ein kleiner Softflex. Die Teekanne, wait, true, die habe ich noch gar nicht gesehen. Es ist wirklich cute as fuck. Holy shit. Vor allem, also no joke, wer würde da nicht gern arbeiten? Mega viele Pflanzen, für mich untypisch wäre, dass sie noch alle leben. Bei wem würden... Ja, exakt, Konrad. Bei mir wäre die Hälfte der Pflanzen tot. Ich müsste für jedes Bild müsste ich neu zum Obi fahren. Okay, die Tastatur ist komisch. What the fuck, die ist ja dünner als... mein Geduldsfaden. Aber... es ist wirklich lit. I like it. Das ist von Konrad. Aua. Ich bin wirklich... Ich hab wirklich gehofft, wir hätten... Das sieht halt leider auch gut aus. Ich wollte mich hier ein bisschen lustig machen. Okay, die Owen Star Wars Poster im Hintergrund, I like. Warte, welchen Stream schaut er da? Schaust du noch ein anderes E-Girl? Muss ich eifersüchtig sein? Was steht hier? Okay, Razer Headset, Razer Sticker rumliegt. Da liegt nicht wirklich eine Socke, oder? Das ist keine Socke. Chat, sag mir, dass das keine Socke ist. Wir hatten das Lotion und Tempo-Thema schon. Es ist keine Socke, oder? Bitte sag mir, dass es keine... Es ist safe, keine Socke. Du benutzt deine Xbox als Bildschirmerhöhung. Okay, fühle ich. Das ist so safe eine Socke. Naja, vielleicht sind da In-Ears drinnen oder... Konrad schreibt so... Serviette. Okay. In-Ears... Nee, es gibt doch so... Hä, habt ihr das? Also ich hab so von... Bei den In-Ears war so ein kleines Tütchen. So ein kleines Stofftütchen dabei, wo die drin waren. Doch, wirklich. Nicht in Socken. Ah, whatever. Also die Tastatur sieht mega nice aus tatsächlich. Die sieht richtig geil aus. Ich finde das auch nice. Hier schön die Xbox eingebaut. Der Riesenporo mit dem Star Wars Poster. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Das ist eine Serviette. Okay, ja, es ist eine Serviette. Ja, es ist eine Serviette, Chat. Ja. Auch die, die großen Mauspads sind so nice. Ist halt schade, dass das Mauspad perfekt an der Kante anliegt und nicht drüber lappt. Aber es ist okay. Nicht jedes Setup kann perfekt sein. Ich find's nice. Das ist clean, es ist ein riesen Schreibtisch. Nice Star Wars Poster, der Poro ist nice, der Rechner sieht cool aus. Und die Tastatur ist insane. Und ich mag das mit der Xbox als Bildschirmerhöhung. Okay, das ist Eric. Ihr hättet wenigstens Licht anmachen können. Ich weiß, wir sind alles Vampire und da soll kein Licht in die Zimmer kommen, aber wenigstens fürs Foto hätte man ein bisschen Licht reinlassen können. Also der Lutscher, Ständer, Halter, was auch immer, ist große Ehre. Holy shit. Er hat eigentlich jetzt schon gewonnen, oder? Ich meine, gut, hängt auch damit zusammen, dass man irgendwie den Rest nicht erkennen kann. Was auch geil ist, ist, dass hier noch der Kronkorken liegt. Das ist bei mir auch so. Was ist hier der braune, der Kasten hier? Was ist das? Ist es eine Switch? Tastatur sieht mega nice aus. Die Wallpapers sind clean as fuck. Ah, ist auch ein richtig guter Setup. Ha! Oh Wunder, wir haben auch wieder Tempos. Ah, wir können den Tempo-Counter machen, wie viele Tempos wir heute finden. Mein gut, ich nehme an, er hat auch hier, sieht man ein bisschen Müll, was ist eine FFP2-Maske? Ich glaube, den linken Müllrand hat Erik hier weggeschnitten vom Bild. Oh. Hab ein bisschen aufgeräumt. Jo. Ja, ist keine Ahnung, ist insane. What the fuck?
Das sieht richtig cool aus. Ja, stimmt, kein dritter Bildschirm, Erik. Was soll das? Okay, wir haben Dina. Ach, komplett geiler Discord-Server. Oh Mann. Dina, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesagt hat, aber ich glaube, diese Striche, die sind kein Bonus-Feature von deinem Bildschirm. Aber weiß ich jetzt nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. DLC für den Bildschirm. Meine Katze hat dagegen gepinkelt. Deine Katze hat den Bildschirm angepisst? Okay, okay, jetzt müssen wir die wichtigen Fragen stellen. Meint sie actually ihre Katze? Oder... Nein, nein, sie meint ihre Katze. Safe. Ja, ihre Katze, ja. Ja, okay. Ja, what the fuck? Das Setup... Das Setup ist mega professionell. Ja, es sieht nice aus. Ich meine, hier noch ein bisschen Krimskrams. Familienfoto, das Obligatorische. Es sieht mega nice aus. Okay, Filito. Ah, das war das komplette Legenden-Setup. Stimmt, von dir ist das. I mean, die Tastatur gibt mir PTSD. Aber ist das... Was ist das denn? Wie viel Boss strahlt dieses Setup aus? Mit der Polaroid? Ist das hier ein Gin? Was ist hier drinnen? Plot-Twist, da ist nur Leitungswasser drin. Und dem Segelschiff in der Flasche. Aber wie sick ist das denn bitte? Aber das sieht richtig clean aus. Das ist crazy geil. Mann, wir haben gar keine Messis da. Oder haben die Messis alle aufgeräumt? Ich dachte, wir kriegen jetzt so richtige Esmond Gold Neckbeard Sachen hin. Wasser und guten Tag Alkohol. Echt bloß Wasser? Ah, ist jetzt antiklimatisch. Ich dachte, da wäre Gin drinnen. Gut, ich weiß jetzt nicht. Okay, es stört mich ein bisschen, dass der Winkel vom zweiten Monitor so... Du drehst dich ja legit komplett rüber, wenn du auf den schaust. Aber es ist geil. Es ist clean. Es sieht gut aus. Es ist was Besonderes. Es ist geil. Oder? Also, es ist schon geil. Der Winkel von Tastatur zu Monitor ist... fucking Monitor zu Tastatur ist 90 Grad Winkel. Aber das ist sehr, sehr nice, Felix. Good job. Okay, Goalgetter. Also das wäre für mich, ich weiß nicht. Ich erzähle euch jetzt mal die Lebensgeschichte von Goalgetter. Ich hoffe, er ist nicht hier. Goalgetter ist der kleinere von zwei Brüdern, die sich ein Zimmer teilen müssen. Und weil er der kleinere ist, bekommt er leider nur das letzte Drittel vom Schreibtisch. Und da das nicht reicht, hat er sich noch dieses Eckchen dazugestellt. Aber what the fuck? Da ist so mittendrin die riesige Kluft. Ich meine, es ist nice fürs Kabelmanagement. Und dann zwei riesen Bildschirme auf diesen 1,24 Quadratmetern. Auf der anderen Hälfte arbeite ich. Nee, ich will charge nicht. Es ist ja nice, du bist richtig gut ausgestattet. Aber es ist halt untypisch, sagen wir mal so. Wireless Mouse wollte ich eigentlich auch mal ausprobieren. Aber ja, ist auch ein Man of Culture, hat auch das Cloud 2. Ich glaube, das ist einfach eins der nicesten Headsets, die es so gibt. Oder deswegen haben das auch so viele, weil es auch nicht so teuer ist. Ah, stimmt, hier drüben sieht man sogar. Hier ist noch eine zweite Tastatur. Da ist der Setup vom großen Bruder. Das ist das Arbeitssetup. Ja, aber keine Ahnung, ist simpel, clean, schlicht. Ich sag, mir wäre es viel zu wenig Platz, aber... Ah, das ist das von Nico, oder? Genau, das von Helios. Naja, es ist halt... Das ist schon nice. Wie gesagt, ich habe es jetzt genauso gemacht mit dem Surface über dem Monitor. Irgendwie so ein Tablet nebenbei für einen Stream zu haben, ist schon geil. Okay, wenigstens mal Setup, das nicht komplett clean aufgeräumt ist. Ich meine, wir sehen hier eine benutzte Maske, Essstäbchen, ein benutztes Glas, eine benutzte Tasse. Aber Chat, was ist das Ekelhafteste auf diesem Bild? No front. Was ist das Ekelhafteste auf diesem Bild? Du, fick dich, Justin. Der Stream kann... Ja, ihr seid witzig, hahaha. Das fucking TSM-Mauspad, ihr Larrys. Aber jetzt mal vom Mauspad abgesehen... Wait, was kommt hier drüben noch? Jetzt dachte ich schon, da ist noch ein dritter Bildschirm. Es ist doch wirklich komplett nice, oder? Ich meine, das ist so... Alles, was man braucht und noch viel mehr. Fucking zwei nice Bildschirme. Nico, rauchst du? Holy shit. Also entweder rauchst du oder... Die letzte Entstaubung... Ist schon eine Weile her. Was war in der Zip-Tüte?
Die richtigen Fragen. Was ist unterm Tisch? Naja, Geschenkpapierrollen halt. Junge, da wenn es einmal zum Kurzschluss kommt, irgendwo bei dem Mehrfachstecker, die Bude brennt schneller als irgendwas mit dem Geschenkpapier. Nee, aber ich finde es auch nice, dass wenigstens Nico nicht aufgeräumt hat. Und es ist halt authentisch. Jeder hat aber wahrscheinlich die anderen davor mit dem Staubwedel. Also ich find's nice. Das mit dem iPad, mit diesem Bambus-Holzständer ist mega geil. Endlich mal auch eine Tastatur für Erwachsene mit Numpad. Sieht nice aus. Gut, das Einzige, was ich komisch finde, ist das Geschenkpapier da unten, die Rollen. Aber sonst, das mit der Essstäbchenverpackung ist, also ich, zufälliger, jetzt habe ich gerade keine da, aber sonst habe ich eigentlich auch immer eine auf dem Schreibtisch liegen. Also, ich find's nice. Die Bildschirme sind geil, der Second Monitor ist auch ein bisschen kleiner, ist auch ganz cool. Das ist echt geil. Bis auf TSM. Okay, Hennes, da, perfekt. Das ist auch geil. Der nächste mit einem riesen Drum-Oschi-Mikrofon. Die Tasse ist halt insane. Oh, die Maus ist krank. Ich wollte mir eine neue Corsair-Maus holen und die hat auch ein Numpad. Das ist auch, irgendwie das ist so, auch richtig geil. Also das ist, glaube ich, das erste richtig große Mauspad, das wir haben, oder? Für Maus und Tastatur. Das ist richtig geil. Ich bin auch Corsair-Fanboy, muss ich gestehen. Was ist das hier? Ah, Trackmania. Ach stimmt, du bist der Trackmania, such die. True. Was ist das hier? Hä? Ist das irgendwie ein... Ich check nicht, was das ist. Maus-Bungee? Was ist das? Ich habe das noch nie gehört. Was macht das? Es hält dein Mauskabel. Ach so, ihr habt dafür keinen Menschen, der neben euch steht und das immer fest... Ach, ah ja, my bad. Naja, ihr habt alle nichts. Okay. Damit dir die Kabel nicht auf den Sack gehen. Okay, krank. Noch nie gesehen. Okay, das ist auch nice. Er hat nicht aufgeräumt, die Tasse ist dope. Das ist ein richtig geiles Setup auch. Das ist auch richtig nice. Es ist clean. Bild habe ich auch an der Seite stehen. Das sieht richtig gut aus. Mit dem... Gut, das Mikro ist halt wieder mega fett, aber... I like... Auch hinten noch ein bisschen Büro-Krimskrams. Ist nice. Oh Gott, wie viel habt ihr denn noch nachgepostet? Wir werden nie fertig. Oh Gott.